Was machen wir damit auf? Die Tür. Und damit machen wir dann die Tür wohl auf. No one will see me. It'll take more than that. Okay. Machen wir erstmal Geistertod. Ich heile mal Beric. Okay, jemand muss mal wieder Beric heilen. Ja, dringend muss man jemand Beric heilen. Hat sie auch den anderen Heilzauber, um für den Schatten mal halt zu heilen? Ja, so steigt auf jeden Fall die Leben beherrschen mal gut an. Wesentlich scheinen die jetzt auch wieder schneller zu fallen. So. Oh, hi. Zwei Haupts, die sind nicht so schwer. Du prügel mal ordentlich auf das drauf. Ein so ein Angriff und das Vieh ist fast tot. Das ist schön. Noch ein Pergamentfetzen und Beinschienen, die wir nicht wirklich brauchen. Got it. Ja, mich könnt ihr ruhig verprügeln. So, was hat das jetzt nochmal gemacht auf? Achso, Stoß. Immun gegen Kampfbindung plus 50% Bewegungsgeschwindigkeit. Also nutze ich das mal zum Rückzug. So. Das ist auch weg, das Viech. Lass mich raten, wenn ich den richtigen einsetze. Aktiviere ich da was? Okay. I got it. Die beiden Geisterfallen, die wollen wohl wieder mal nicht. Oh, hi Falle. Mach du das mal. Sehr schön. Ah, da oben müssen wir eh noch mal lang. Noch eine Falle. Yes. Und das macht dann wohl hier auf? Ja. Lehrling Garrick? See that?
Der blutige, mit Dreck beschmierte Mann ruft laut, dass er dich sieht. Dem Beschützer der Schmiede sei Dank, dass du mich gefunden hast. Wir müssen hier verschwinden, bevor die Plagen zurückkommen oder die Bruderschaft. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. Nicht so schnell, was machst du hier? Ich habe in der Gegend um den Altmauern-Eingang nach einzigartigen Metallen oder Runen gesucht, die ich verwenden kann. Ich versuche, die nächste Stufe meiner Ausbildung zu erreichen. Schmiedemeister zu beeindrucken ist schwerer, als es klingt. Und Meisterin Lohara ist besonders fordernd. Man muss wirklich herausstechen und ich dachte, das wäre meine Chance. Ich wusste gar nicht, dass die Borstene Bruderschaft hier ist und plötzlich bis plötzlich ein paar von ihnen aufgetaucht sind. Ich habe mir einen weggeworfenen Helm geschnappt und versucht, nicht aufzufallen. Ihr Anführer dachte, ich wäre ein Soldat, der sich von seinem Posten weggeschlichen hätte, also befahl er mir, zu meiner Pflicht zurückzukehren. Ich hatte Angst, also er zuckt resigniert mit den Schultern. Ich habe meine Befehle befolgt und bin hineingegangen. Sobald ich aus der Sichtweite kam, bin ich losgelaufen, um einen Fluchtweg zu finden. Angeblich gibt es hier irgendwo eine Abzweigung nach Lithians Kreuzung. Er schüttelt den Kopf, aber vielleicht ist das nur eine Geschichte. Natürlich habe ich mich verirrt und fand nicht mehr zurück. Ich habe mich hier verbarrikadiert, damit die Patrouillen der Bruderschaft und die Plagen mich nicht finden. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, ehe mich jemand gefunden hätte oder etwas. Weißt du denn nicht, dass es verboten ist, die Altmauern zu betreten? Ich weiß, dass es nicht gut aussieht, aber ich hatte gehofft, dass jemand ein Auge zudrücken würde, nachdem ich nur meine Arbeit tue. Naja gut, er hat sich eher im Inkognito versteckt und ist gezwungen worden, in die Altmauern zu gehen, um nicht getötet zu werden. Ich bin mir recht sicher, dass die Geschmiedengarnison mich dabei gesehen hat, aber niemand hat mich aufgehalten. Das ist doch so gut wie eine Erlaubnis, oder nicht? Es war die Pflicht der Garnison, dich aufzuhalten. Ich werde mir das merken. Es ist ein... ich bin doch auch in den Altmauern, oder nicht? Behalten wir das Geheimnis einfach für uns. Manchmal vergesse ich, dass ihr Schicksalsbinder an Kyrs Gesetz gebunden seid. Natürlich, wenn ich hier herauskomme, werde ich es niemandem sagen. Bitte, du kannst mich hier nicht zurücklassen. Du musst mir helfen, von hier zu entkommen. Hier sind böse Dinge. Hungrige Dinge. Keine Sorge, ich habe den Weg frei gemacht. Du kannst nach Zwillingsfluss zurückkehren. Was kannst du mir über Meisterin Lohara sagen? Sie ist streng, aber sie sorgt dafür, dass die Dinge schnell und effizient erledigt werden. Und wie ich schon sagte, ist es fast unmöglich, sie zu beeindrucken. Ich dachte mir, wenn ich hier etwas finden könnte, um meine Arbeit zu verbessern, würden sie mich bemerken müssen. Jetzt bekomme ich nichts als eine Standpauke. Er blickt sie mit verlorener Miene um, falls ich überhaupt jemals lebend von ihr wegkomme. Keine Sorge, ich habe den Weg frei gemacht. Du kannst nach Zwingungsfluss zurückkehren. Du hast mir das Leben gerettet. Danke. Ich dachte, ich muss hier sterben. Ich verspreche, dass ich nie wieder die Altmauern betreten werde. Die Garnison hat mich nach dem ersten Mal gesehen, hat aber ein Auge zugedrückt. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, ehe meine Glücksstehne reißt. Er schlingt die Arme um dich und drückt dich kräftig. Dann gibt er dich frei, stößt ein kleines verzweifeltes Geräusch aus und flieht in die Dunkelheit. Gut. Ich hoffe, er findet den Weg hier raus. Und Neues von der Verhandlung der Archonten. Garrick, ein angebundener Lehrling, suchte Wissen in den Altmauern. Die Garnison hat eifrig weggesehen. Quest, niemand bleibt zurück. Du hast Garrick bei der Flucht aus den Altmauern. Sprich bei der Schmiede in Lithians Kreuzung mit Lohara. Sie wird sich freuen, ihn in Sicherheit zu wissen. Gut, will ich erst über diese Brücke. Die führt mich nämlich wohl darüber. Oh, hier ist auf jeden Fall wieder ziemlich viel Zeug. Ein Rohferkelschlüsselstein. Haben wir so einen nicht schon? Doch, haben wir. Gut, jetzt haben wir zwei von dieser Sorte. Will ich mich erst mit denen anlegen oder will ich mich erst oben umsehen? Ich sehe mich erst oben um. Es sind ja zum Glück noch keine Riesenarmeen aufgetaucht, wie in den anderen Altmauern.
Gut, hier ist noch was zum Plündern. Alchemistenzeug und anderes Baumaterial. Au, 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 au. Am Grunde dieser Grube wird von einem kleinen Loch aus Wasser gesammelt, das aus den Rohren fließt. Manchmal schließt sich das Loch und das Wasser fließt an einem unbekannten Ort ab. Right. Wie machst du Schlösser auf? Right. Einfach so. So, da brauchen wir auch Landry dafür. Der war schon mal nicht. Der auch nicht. Aber der dafür. Hier haben wir fast die selbe Ausgangslage. Okay. Es sind immer nur 5. Und hier drüben sind es, glaube ich, sogar nur 4. Oder auch 5. So, das heißt, wir boosten. Right. Beast Woman is fast, fast silent. Best Hunter. Schaden machen, Beric Taunton. Du hast da ordentlich Schaden gemacht, also mach's tot gleich. Die Plage, sag mal weg. So, wie schaut's aus? Du heilst dich am besten mal selber leicht. Du heilst sie. Gut, kloppt das Ding mal weg. Du hast sie nicht geheilt, weil du jetzt geschockt wurdest. Dann heilt ihr sie beide mal. So. Das ist jetzt nicht so schön. Dann heilst du sie mal ordentlich und du heilst Beric über Zeit. So, gut. Was zur Hölle ist das? Eine schwere, exquisite Eisenrüstung und eine Sonnenlanze. Du hast aber leider nur Nahkampf. Du bist aber ein Artefakt. Okay. Beric hätte eigentlich schon eine Waffe. Deine Macht hat sich erhöht, weil ich die Sonnenlanze erhalten habe. Okay, aber ich kann die nicht als Wurfwaffe benutzen. Aber ich kann Beric damit zu einem Schwertkämpfer machen, der ziemlich stark ist. Verstand macht? Was nochmal? Das ist hier... Ne, das ist nicht Verstand. Das hier ist Verstand. Zauberstärkung, Magieverteidigung. Ist doch gar nicht mal so schlecht für Beric.